Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen bei einer Folge von The Crew 2 mit Sepp und Peter. Hier ist Peter in dem Audi TT. Wo ist Sepp? Sepp ist hinter mir in dem Audi TT. Da. Und die da sind irgendwelche Teile durch die Gegend geflogen. Wir spielen die Closed Beta. Haben eine Crew gemacht und heizen jetzt hier durch die Gegend. Ich hab Clint einfach von der Strecke gekriegt. Ja, hab ich gesehen, du hast ihn einfach über die Treppe geschubst. Ja. Jetzt bin ich letzter, nice. Schade. Ja, aber da war eine nice Aktion, da hast du viele Follower Richtig viele Follower gekriegt. Also es geht im Endeffekt, ja, es ist ein Multiplayer-Rennspiel, wir fahren jetzt erstmal Rennen. Man kann natürlich auch noch fliegen und irgendwie hier Boot fahren. Ja, und für alle. Ich glaube, das ist das Spezielle an der Crew. Ja, ja, also ich gehe mal davon aus, das weiß man. Oh, also. Da habe ich. Christian dreht sich! Warum? Oh! Im Wasser, glaube ich, kannst sein, dass. Ja, aber haben die jetzt echt simuliert, dass ich auf den einen Reifen mehr Grip hatte als im Wasser? Wer weiß. Seriously? Aber hier so eine Laterne? Danke. Verliere ich keine Geschwindigkeit. Nein! Nein! Okay. Also es ist ein. Ich glaube, es ist das arcade-lastigste Rennspiel, was ich je gespielt habe. Ja. Also selbst Need for Speed ist da. Da bleibst du an Laternen hängen. Aber die haben sich hier wahrscheinlich für den Spielfluss gedacht. Bleib mal nicht an Laternen hängen, weil dann kannst du weiterfahren. Bleib mal lieber an Sepp hängen. Oh nee! Und schneller fahren. Das war's! Ich bin. Oh, Strecke verlassen. Ja, Also gegenseitig kann man sich schon rausschieben. Man hat Nitro, wie man unten links sieht. Man kann auch die. Moment, man kann da die Cockpit-Perspektive. Scheiße, wo fahre ich jetzt lang? Ah, egal. Bremsen! Nicht genug gebremst. Okay. Man kann da die Cockpit-Perspektive, die ich eigentlich ganz cool finde. Generell ist es grafisch aber ein bisschen. Weiß nicht, ein bisschen bieder. Also. So steril könnte man fast sagen. Ja. Das ist es ja. Wie willst du sie überzeugen, legal zu werden, wenn sie das? Wirkt halt alles so poliert irgendwie, so komisch. Ganz ja, außer, ich finde, außer der Lack der Autos, so metallic ist das nur so ein bisschen. Also da spiegelt sich irgendwie nichts drauf oder so. Generell habe ich das Gefühl, dass Vorteile durch die Grafik. Also wir müssen mal vielleicht gleich mal in dem offenen. Oh ja, erstens das. Und im offenen Modus bist du halt super schnell über die komplett riesige Map gesprungen. Ja. Ja, das stimmt. Also die Ladezeit und alles. Allerdings ist mein erster. Wir mussten natürlich am Anfang wieder einen Singleplayer-Part spielen, bevor wir zusammen spielen konnten. Ah, ich hasse das. Mit einer schrecklichen, uninteressanten Story. Und ich finde, Fliegen und Bootfahren macht lang nicht so viel Spaß wie Autofahren. Ja, vor allen Dingen macht ein bisschen Spaß. Fliegen und Bootfahren. Oh shit. Beim Bootfahren hatte ich jetzt nicht so das Gefühl, dass es viel anders ist als Autofahren. Nee, das stimmt. Ja, das bisschen ist, öder, finde ich. Schwammiger und genau, ist öder, weil du halt nichts hast. Das ist ja einfach nur Wasser. Wir hatten ja nichts. Sonst von der Steuerung ist es ja schon recht direkt. Also du hast jetzt nicht irgendwie so ein mega schwammiges Gefühl. Das kann man auch noch einstellen in den Optionen. So, wenn man irgendwie so ein richtiges Arcade-Spiel mag, dann ist es eigentlich so von der Steuerung jetzt geil. Okay, da du Cheater! Die große Frage ist, warum sollte man sich die Crew 2 holen, wenn es GTA 5 gibt? Die große Frage ist, warum sollte man sich The Crew 2 holen, wenn es Forza Horizon gibt? Also die Spiele sind halt super nah beieinander. Außer halt fliegen. Weil du vielleicht fliegen willst und bei Boot fahren willst. Das stimmt. Wow, ich hab's zumindest noch ein Ziel geschafft. Das oh! Es ist ganz einfach. Und weil der Multiplayer-Modus hier funktioniert ohne Probleme. Moment. Wie, ich schaff das noch? Du warst bei mir vor mir. Und ich bin gerade ins Ziel. Viele Bugs. Wie viel bist du geworden, Sepp? Ich bin Vierter oder, warte, Vierter oder Fünfter? Vierter bist du geworden. Nee, Dritter bist du geworden. Dritter sogar, ja, ah, okay. Easy. Ja, weil wir hatten schon die Angst, dass es ein bisschen Desync gibt. So, was kriegen wir denn jetzt? Wir haben neue Teile hier, richtig geil. Genau, man bekommt halt Items, die haben halt unterschiedliche Farben, ne? Hier ist grün und pink. Und dementsprechend sind sie halt besser. Performance-Teil, Getriebe ist auf Lager. Dann geht man hier ins Menü und kann sich dann auf seinem Fahrzeug unter Performance die neuen Teile einschrauben, die dann auch die Sachen da verändern. Das sind aber allerdings alles Performance-Teile. Ich bin gespannt, wie sieht es denn aus mit Tuning? Also hier mit optischem Tuning. Ich habe kein Auto dafür. Das haben wir in der Demo, glaube ich, gar nicht drin, oder? Wie, du hast kein Auto? Warte mal.
kann man ich habe nur so Buggies, nur so Jeep-Sachen. Ich habe keinen vernünftigen Straßenwagen, den man optisch vielleicht tunen könnte. Ach so. Also ich hatte die X-Class, die fährt man halt frei, indem man das Rennen fährt. Und trotzdem ist aber der Katalog relativ groß. Was haben wir denn so? Wo ist Mercedes? Ja. Da. Der M2. Oh, der M4. Schön, aber nicht in der Farbe. Weiß nicht, wie die da auf die Farbe gekommen sind. M5. Ja, hier auch. Bei dem M5, finde ich, sieht man das ganz gut. Der wirkt irgendwie so... Ich weiß nicht. Irgendwie so trist. Ne? Also, ich... Ja. Ich kann so, gerne mal bei Aston Martin gucken. Geil. Ja, genau. Also, du hast halt... Also, jetzt, ich gucke jetzt gerade hier, es ist ein Aston Martin Vantage. Und normalerweise müsste ich mir denken, Alter, was eine geile Karre. Aber hier ist halt so, ja. Weiß ich nicht. Oder Vanquish. Mach mal das nächste Event. Was ist denn noch so hier bei Bentley Continental oder was? Ja. Den finde ich eigentlich auch ganz cool. Der wird wahrscheinlich ewig schwer sein. Was haben wir denn sonst noch so? Was hat denn Audi hier bei? Den R8. Einladung müsste raus sein. Einladung ist ein bisschen, müsst ihr mal gucken, wenn man dann hier so durch die Gegend eiert. Ich sehe keine. Ploppt gleich hier ein Fenster auf und dann muss man Y drücken. Hat ein bisschen gedauert. Nicht Start oder Freunde oder sonst was. Y drücken und dann bestätigen. Immer noch nicht. Da jetzt. Da. Y und bestätigen. Geil. I did it. Rallye-Ding hier. Ja. Schnelle Ladezeiten. Aha. Wieso fährt Sepp jetzt mit dem und wir mit dem? Oh, warte mal. Kann er noch wechseln, oder? Er gibt dich zum Startfeld. Nee, kann ich nicht mehr. Verdammt. Ja, dann fahre ich halt mit dem. Boah, der hier alles für Knüpfe hat, ey. Auch kein Problem. Legt man so am Anfang die Startposition fest, nee, oder was? Wer als erstes? Nee. Das würde mich auch wundern. Das ist, also ich bin jetzt als Dritter gestartet. Ein alternatives Feature für die Ladezeit. Du fährst halt in so einem abgeschlossenen Bereich. Wir können uns jetzt nicht berühren, ne? Nee. Also das verstehe ich noch nicht so gar. Oh, ach komm, ey. Bei einem Offroad-Rennen kann man sich nicht berühren. Man kann durch alles durchfahren, außer Bäume oder Gebäude oder so. Bäume böse. Ich glaube, das fuckt dich noch mehr ab, wenn du die ganze Zeit hier weggerammt wirst und dann sowieso die überall gegenballerst. Ja, das stimmt, aber das könnte man noch vielleicht einstellen. Irgendwie so der Event-Ersteller. Ja, vielleicht gewittert, ganz schön. Ja. Natürlich fuckt einen das mehr ab. Also, gebe ich dir vollkommen. Bin nochmal gespannt, wie das dann später sein wird. Wir haben jetzt halt hier keine anderen PvP-Leute. Wir spielen in der Gruppe halt nur gegen PvE-Viecher. Ich muss aber gerade sagen, im Gegensatz, wir sind eben schon mal so ein Offroad. Oh, kann ich da durch? Ja, selbstverständlich. Wir sind eben schon mal so ein Offroad-Rennen gefahren mit der X-Klasse. Und der hier, durch diese weiche Federung, steuert sich wesentlich angenehmer. Oh ja. Ja, und ich habe die X-Klasse. Interessant ist vielleicht noch, wie viel man einstellen kann bezüglich der Fahrhilfen. Ja, wie viel denn, Peter? Ja, man kann die Schaltung auch manuell stellen. Oder Sequenz hat uns hardcore abgezogen, Alter. Ja, der ist ein bisschen durch den schnelleren Weg gefahren. Alternative Route hier. Holy shit. Aber das war's mit den Einstellungsmöglichkeiten zu den Fahrhilfen. Ja, also das ist halt ein super Arcade-lastiges Spiel. Ich glaube, es gibt immer so eine sichere Route und du musst halt an Bäumen vorbei, Route. Ja. Ja, aber die hier kriegen wir jetzt nicht mehr. Aber die hier ist jetzt nur gerade ausfahren. Meine Cover einfach viel geiler ist dafür, also an sich. Wie viel fährst du denn jetzt hier gerade? Ich fahr gerade 200. Ach krass, also ich fahr jetzt 190. Also bist du ohne Nitro. Jetzt mit Nitro fahr ich 192. Was? Wieso bin ich schneller als du? Wieso bist du schneller als ich ohne Nitro, wenn ich Nitro benutze? Achso, warte mal, ich habe bei meinem Wagen schon Sachen angebracht. Ah, aber das ist doch auch schon wieder Kacke, dass die Autos dann schneller sind als die anderen Leute. Ja, aber ist doch normal beim Tuning dann, oder nicht? Na, das stimmt wahrscheinlich. Also, wofür willst du die Dinger denn sonst installieren? Ja, aber wenn du da mit Leuten Events fährst, die halt schon 2 Stunden länger gespielt haben als du, hast du halt eine schlechtere Karre. Logischerweise, aber dafür haben die anderen ja auch nur mal 2 Stunden Zeit da reingesteckt. Ja, ist ja trotzdem öde. Es wäre cooler, wenn das so Balancing-mäßig... Alter. Hast du eventuell, ist das hier, dass der hintere einfach schneller ist? Vielleicht liegt das daran. Jetzt habe ich Peter überholt noch. What the fuck? Oder? Ja, du hast mich, glaube ich, noch überholt.
Das Schöne ist aber, nur einer aus der Crew muss das Event schaffen. Die anderen ziehen einfach mit. Weil die sind dadurch cool. Also ich wäre jetzt cool, ja, weil Sepp gewonnen hat. Ich halt cool, genau, weil Sepp kriegen wir trotzdem Bugs und Follower. Moment, an dem man erkennt, warum es sind keine Bitcoins, haben die tatsächlich gesagt. Bei mir war es der Tag, als mein Bike und das wäre auch in Relation ein bisschen crazy, wenn du 15.000 Bitcoins kriegen würdest. Ich sprang wieder auf und fuhr weiter. So, ich schau aber nochmal. Erstmal Performance-Teile. So, die Map können wir uns nochmal angucken. Und zwar, wenn man Select drückt oder was auch immer. Lass mal irgendwo hinreisen. Ja, können wir gerne machen. Dann kann man so rauszoomen. Wo möchtet ihr denn hin, Peter? Dann mal hier ganz Amerika. Man kann auch überall reinzoomen. Also wir können mal gucken, irgendwie hier Las Vegas. Ja, lass mal nach Las Vegas kurz. Ja, wohin denn? Da, wo das Event ist. Oder zum Flughafen. Wo ist denn der Flughafen? Der ist hier im Süden. Da ist der Flughafen. Ich gehe genau auf den Flughafen. Auf den Flughafen. Nee, ich kann nur einen Wegpunkt setzen. Scheiße. Wegpunkt entfernen. Ja, dann gehen wir zu dem Event. Da ist dann ein Event. Ich glaube, du kannst dich zu den Events mal teleportieren. Meinst du Wasserdrift? Ja, machen wir Wasser. Oder meinst du das Flugzeug-Event? Ja, machen wir Wasserdrift. Das sieht doch ganz witzig aus. Im Pool. Warte. Ach da. Im Pool kannst du Wasserdrift machen. Blitzreise. Da. Und wir sind da. Hier ist dann ein Duck. In Las Vegas. Ah, das ist echt cool, muss ich sagen. Das geht tatsächlich sehr schnell, ja. Boah, du kannst jetzt, glaube ich, hier in den Pool springen mit deiner Kamera, oder? Mach das mal. War auch irgendwie Las Vegas, ne? Obwohl irgendwie. Hui. Das ist so eine der Städte, die recht voll sind. Gerade auf dem Strip fahren da mal 3 Millionen Autos rum. Okay, wenn man reinplatscht, dann spawnt man einfach neu. Ja, wir haben wahrscheinlich auch noch kein Boot. Genau, wir haben keine Boote. Ah, wir müssen mal gucken, dass wir uns ein Boot organisieren. Dann kommen wir ins Wasser. Und dann wechselst du wahrscheinlich automatisch. Das ist doch hier der Brunnen vom, was ist denn da, Caesars oder was? Oder nee, vom Bellagio. Ja, ich finde das mega cool, gerade hier entlang zu fahren. Ich war ja noch dieses Jahr da. Ja, also ist ja vom Bellagio der Pool. Das ist das Wind Palace, heißt das nicht wirklich so? Nee, das heißt nicht wirklich so. Finn, also mit V, glaube ich. Das ist da nicht das keine Ahnung. Das Caesar müsste eigentlich bei da vorne sein, okay, oder? wie kommen wir dann an dieses Boot-Ding jetzt? Ja, wir müssen ein Boot-Event machen, das ist aber in New York. Das heißt, wir müssen. Ich mach mal. Ja, müssen wir wieder reisen. Ich fahre in der Zeit ein bisschen hier durch Las Vegas. Meld du dich mal an. Ich fahre ein bisschen auf der Fahrradspur. Leute kann man logischerweise. Was heißt logischerweise? Aber Leute kann man nicht platt fahren. Die weichen immer im letzten Moment aus. Ich habe aber schon welche erwischt, aber dann geht die Animation. Also dann teleportieren die sich einfach weg. Naja. Genau. Und wie gesagt, Bäume sind böse, Laternen nicht. Oh, das Alter, selbst Boote haben. Ich muss jetzt hier das Tutorial von den Booten spielen, damit ich die Boote freischalte für das Event. Und ich euch dann einladen kann. Okay, das heißt, wir müssen das potenziell auch spielen? Nee, das musstet ihr bei Offroad ja auch nicht machen. Ja, da hatte ich das aber schon gemacht. Ja, Christian, glaube ich, noch nicht, oder? Offroad habe ich nicht gemacht. Ich fahre jetzt mal die Schienen hier lang, um zu gucken, ob. Vielleicht fährt hier irgendwo ein Zug. Oh, okay, Schienen sind. Etwas rutschig. Kann man eigentlich, also Peter, könntest du jetzt auch direkt in ein Flugzeug wechseln? Nee, ich habe kein Flugzeug. Ach, das müssen wir wahrscheinlich auch wieder freischalten. Das müssen wir freischalten, ne? Machen wir das gleich mal. Aber erstmal machen wir das so. Ich glaube, da kommt ein Zug. Da kommt ein Zug! Nice! Wer ist stärker? Du oder ich? Bam! Oh, ich bin kaputt. Bin zurückgesetzt worden. Ja, ein Carport. Ich bin wegteleportiert worden. Der Zug war, glaube ich, stärker. Statue, das gibt es ja gar nicht. So, komm, ich habe jetzt 80, 90. Kannst du uns jetzt einladen? Ich muss jetzt quasi die durchfahren. Bis bei 90%, muss jetzt noch ins Ziel. Und dann habe ich quasi so das Tutorial gespielt für. Oder. Wenn ihr den rechten Stick reindrückt, könnt ihr euch quasi entscheiden, ob ihr jetzt schnell zu Flugzeug, Boot oder Auto wechseln wollt. Ah, ja, ja, und genau, du besitzt kein Wasserfall. So, eben schon festgestellt, dass ich hupen wollte. Hupen ist auf D-Pad down. Was piept denn hier überhaupt? Ach, hier gibt's wieder diese Funde. Bei mir piept das auch. Ja, okay, die haben sich, glaube ich, bei so anderen Autospielen ein bisschen inspirieren lassen, ne? Das gab's bei Crew 1 aber auch mit diesem Piepen. Ah, okay. Aber ja, da kann man auch sagen. Warte mal, was musst du in die Richtung sagen? So, neue Disziplin. Powerboat. Du? Es ist aber schon krass, wie Forza Horizon schon ein bisschen hübscher ist. Ja. Ja, aber ist dann von der Ladezeit dann halt auch deutlich länger, ne?
Oh ja, deutlich länger. Das war schrecklich teilweise. So, ich hab neuen neue. Hier liegt ein pinkes Paket mit in der Wüste. Steht live. Pinkes Paket, ich will auch ein pinkes Paket. Live-Belohnung öffnen. Ah, halt. Du hast sie. Gut. Live-Belohnungen gibt es überall. Oh, lol, ich hab jetzt Performance-Teile gekriegt. So, ich geh mal zum nächsten Rennen. Die kommen wir doch direkt mal reinballern. So. Doch, mehr neue Bremsen. Das ist schon mal gut. Bremst du eine Einladung? Ja. Yes, Sir. Event-Einladung bekommen. Ah, ja, Boot fahren. Keinen Bock. Geh mal Boot fahren. Das Boot ist schon übelst geilo. Also so eins würde ich auch mal gerne fahren. Ja, nein. Alter, ich glaube, nach links lenken. Ich kann nicht nach links. Was machst du da? Ich konnte nicht weiter nach links lenken. Mir drauf hier. Ich weiß, normalerweise sage ich sowas nicht, aber... Alter, wir müssen nicht hier bei jedem Scheiß noch Zwischensequenz einballern. Ich sage normalerweise nicht, dass du dir zu viele Sorgen machst. Aber diesmal schon. Die wollen halt nicht, dass du dir zu viele Sorgen machst, Peter. Die doch gerade gesagt. Aber diesmal schon. Mach dir gefälligst Sorgen. Gas geben! Nitro in dem Boot finde ich halt auch übelst geil. Also hier der Tipp da an der Seite, ne, der funktioniert. Dings nach hinten halten, dann trippt man das Boot und fährt schneller. Echt? Ja, hier den linken Stick. Das ist cool. Dafür steuert man halt ein bisschen schlechter. Schlechter. Also mit 240 übers Wasser heizen ist, glaube ich, schon übelst gefährlich. Wenn ich mir überlege, weißt du, als wir von der Yacht gefahren sind, da sind wir 50 gefahren selbst. Ja. und wie dreckig und nass und vereiert genau. Wir waren, ey. Da war jetzt kein Rennboot, aber... Oder 60 oder so war halt auch schon okay, sag ich mal. Komm, Dana. Peter nimmt den Sprung. Guck mal, wie sich das rechnet. Nee, das Problem ist einfach... Ich will eure Spuren nicht kreuzen, weil dann hast du einen Nachteil. Aber ja? Das war ein Fehler. Wegen dem Wellen, wegen den wegen ja. Spritzwasser. Ja. Wer ist denn das hier? Wellen. Oh, lol, wir fallen Damm runter. Was ist falsch? Jetzt fahren wir hier ein bisschen weiter. Sind wir gerade den Hover-Damm runtergefallen? Genau, Hover heißt der hier im Spiel. Hover. Da konnte sich den Hover-Damm nicht glitzen. Nee! Deshalb heißt das ja auch nicht Caesar's Palace und Win, sondern Nova. Caesar's Palace oder so. Ja. Ja, ja, ich bin da völlig d'accord. Die Sprünge sind übrigens der letzte Scheiß, die verlangsamen einen bis zum geht nicht mehr. Ja, das ist echt kacke. Jetzt hat Dana mich Peter kurz vom Ziel noch überholt. Jetzt hat Peter mich noch überholt. Ich raste aus, Ricciardo. Ricciardo? Ich bin auch noch zurückgesetzt worden! Bis nice, ich jetzt ist er 8. What the nee, fuck? Nicht mit mir. Ja, er reicht die Top 3 zumindest. Aber guck mal, Christian ist ein cooler Dude und mein Freund deshalb. Ja, deswegen kriegt Sepp ja. Halt auch Kohle. Ich habe 13.000 Kohle gekriegt. Wie viel hast du bekommen, Sepp? 4. Ich weiß gar nicht. Also nicht so viel. Ah, okay, aber das ist doch schon ein Unterschied. Aber man kriegt nur die Quest dann, glaube ich, dann. Kein Risiko, keine Belohnung. Ey, das war doch ein Dingsauto. Man muss sich entwickeln, um relevant oder? Zu bleiben. Auch die Rennstrecke. Und wenn das bedeutet, dass man neue Austragungsorte ja. Ausprobieren muss, von Downtown wow. Bis hinter die Mitte von Nürnberg. Sieht viel besser aus, die Rennstrecke da unten, als die vorher. Aber ich weiß, es ist ein Risiko. Es nutzt nichts, neue keine Ahnung, Fans was die uns da jetzt erzählt ja. Hat. Ja, weiß ich auch nicht, was die uns sagen wollen. Ja, schön. So, jetzt können wir Boot fahren. Das heißt, da hinten ist Wasser. Heizen wir mal rein. Oh. Ja, hat schon mal weil ich mich ja. Schon darum, dass wir gleich fliegen können. Ich besitze immer noch kein Wasserfahrzeug. Ich bin gescheitert, ins Wasser zu fahren. Ich okay. Liege hier am Steg. Oh nein. Ich liege am Steg zwischen so Felsen, so einen halben Meter vor Wasser und komme nicht mehr weg. Okay, wir haben aber immer noch kein Boot, leider. Ja, ja, aber jetzt können wir mal die Zurücksetzen-Taste suchen. LB? Nein, RB. LB und LB, Ah ja, LB und RB. Zusammengedrückt halten. Ah ja, ja. Ja, nee, also wir haben kein Boot gekriegt. Das ist schade. Dadurch finde ich jetzt auch enttäuschend. Ja, vielleicht können wir uns, vielleicht kann ich mir eins kaufen.
Müsste wahrscheinlich genauso Katalog. Wie ich die, Wait. Ja, du hast jetzt ein Boot. Wieso sind denn im Katalog nur Automarken? Ah ne, Spitfire. Ja, ja. Gutes Spitfire. Und ich mach gerade... Ey Leute. Ja. Es gibt den Red Bull RB13. Ja. Ja, nice. Was heißt das? Das ist ein Formelauto. Oh, krass. Prüfungsevent. Kann ich euch dahin einladen? Hör zu, Leute. Versuch mal. Tatsache. Ich suche einen Fahrer. Ja, ja. Hast du mich ich kann noch nicht gerade. Ich bin gerade im Tutorial für Flieger. Oh, Sepp macht immer alles alleine, ey. Nee, ich wollte das schon mal vorbereiten. Nee, ich fahr jetzt ein Boot. Und ich Wieso fahr ich jetzt? Einladung? Ja, nee, aber also da, ich bin im Katalog auf dieses Formelding gegangen und da stand da Prüfungsevent, hab A gedrückt. Und dann hat er ein Event gestartet und jetzt fahr ich wieder Boot. Was? Das ist eine geile Prüfung, Junge. Und ich hab schon 25%, ja, nice. Das dauert nicht so lange, ich glaub, das mach ich eben. Also gegen die NPCs ist halt. Darfst halt keinen Fehler machen. Aber wenn du keinen Fehler machst, bist du, glaube ich, auch relativ safe Erster. Stimmt, Musik gibt's auch noch. Ist das eigentlich GEMA-Musik? Ich glaube nicht, ne? Wahrscheinlich, oder? Ich weiß es nicht, ich höre gerade keine. Wie mach ich die denn theoretisch aus? Gleich mal eben zum Flug-Event einladen, wenn du. Ja, gib mir noch 30%. Ja, du machst halt Christian. Mit 2 Sekunden vorne. Ja, zum Beispiel dieses Bootrennen hier jetzt gerade, das ist gerade Ausfahren. Ja, Boote sind echt nicht so mega spannend. Wobei da von dem Hoverdamm runterfallen, das war schon cool. Das war cool, ja. Das gebe ich dir recht, auf jeden Fall. Aber das Rennen, was ich jetzt gerade hatte, war, du fährst los und fährst geradeaus. Bravo, du hast den Job. Gehen wir irgendwo hin, wo wir weiter planen können. Ach so, jetzt habe ich den die Job. NPCs sind halt so kacke. Ja, es gibt ja noch eine schwere Variante, also kannst du normal und schwer fahren, aber auf normal sind die halt echt nicht so mega. Also jetzt hat die gesagt, ich kann weiter, die nimmt mich. Willkommen zur Christian. Pro-Racing-Familie. Nice, Christian. Musste man das Bootrennen jetzt als Voraussetzung? Ja, man musste das Bootrennen als Voraussetzung machen. Ja, für das Boot, also damit du das Boot am Ende kriegst, ja. Nee, nee. Er will nicht das Boot, er will vorne. Nee, Disziplin. Wow, Powerboot. Was? Ach so, ja, pass auf. Du musst unterschiedliche Ränge erreichen, um dann damit mitfahren zu können. Also ich kann jetzt als Gratis-Fahrzeug dieses Boot auswählen. Das war tatsächlich dieses Event, Sepp. Ja. Aber gestartet habe ich das, indem ich in dem Katalog auf das Formel-Auto geklickt habe, also auf den Red Bull. Wenn du Babys postest, bringt uns das jede Menge Follower. Oh, nice. Natürlich! Hat sich Bibi auch gedacht. So, jetzt kann ich wieder. Jetzt bin ich wieder hier im normalen. Ja, okay, dann. Was passiert denn, wenn ich mit. Oh, ich bin jetzt das hier ist erst so der Anfang deiner Karriere. Ah, egal, kann ich trotzdem annehmen. Ha, kann man auch ins Wissen gekürzt. Was wird passiert, wenn ich jetzt hier auf Land fahre? Einladung ist raus, Christian. Ja, die kommen immer erst ein bisschen versetzt. Ich natürlich, klar. Also, ich hab's aber bekommen. Ach, ich muss sagen, Chris hat die Event-Einladung abgelehnt. Ich hatte keine. Gib mir noch eine. Ich geh zurück, ja, warte. Okay, du musst manuell wechseln. Also du musst manuell die Fahrzeuge wechseln, oder? Was passiert, wenn ich mit dem Auto ins Wasser fahre? Da wird der wohl so klug sein. Hast du ja, wieder eine gekriegt? Jetzt musst du eine gekriegt haben. Nice. Okay, ja? Also das Spiel ist nicht so klug, dass es automatisch, wenn du mit der Karre ins Wasser heizt, aufs Boot wechselt. Das musst du über den rechten Stick selber machen. Döde. Und wir sind jetzt Flieger. Hey, Peter! Am Lake Tahoe! Mann, Abflug! Oh, wait, hey. What? Das ist die Startbahn, das reicht. Alles klar. Mal gucken, ob ich das schaffe bis da. Wieso ist Peter so weiter, viel weiter vorne? Na, Peter macht einen Abflug. Peter hat Sekret gestartet. Peter fährt einfach weg! Guck mal, der fährt einfach weg! Tschüss, Peter! Peter fährt die Strecke einfach! Geil. Er kann ja nicht mal hier Gas geben. Also Motor. Du musst Stunts machen. Tiefflug. So, tief fliegen. So tief wie möglich fliegen. Steht bei mir zumindest. Wieder mal Abgang.
Luftdrift mit L1 und LR1 kannst du das machen. Oh shit! Durchhalten. Looping. Wo? Hä? Luftdrift ist doch quasi. L1 oder R1 gedrückt halten. Achso, ja, Looping ist einfach. Immelmann wäre toll. Oder? Hieß es so? Immelmann? Weiß es nicht. Hui! Wenn du im Looping oben dann dich selber umdrehst. Hä? Ich hab doch Looping gemacht. Ich hab auch Looping. Ja, manchmal. Ja. Der muss sauber sein. Ah, was zeigst du so viel? Sauberen Looping. Ja. Bin ich sogar schon wirklich geflogen? Mit so einem Flugzeug. Checkliste abgearbeitet. Liste erledigt. Jetzt zeig mal was. Ja, zwischen den Listen hältst du Zeit für Freestyle und um zu zeigen, was du wirklich denk drauf hast. Gibt's auch nach oben bei den einfach. Aerobatics musst du beides beherrschen. Das ist tatsächlich ein Mann. Lol, nein, also okay, also nicht beide Drifttasten gleichzeitig drücken. Senkrechtflug, habe ich auch schon gemacht. Das ist aber irgendwann Feierabend, ne? Ja, du bist halt langsamer, aber in dem Spiel nicht. Außenlooping! Ui! Nice! Boah, ein Außenlooping mit Nitro. Alter, ich muss hochziehen! Hochziehen! Baum! Noch ein Baum! Okay. So, jetzt senkrecht nach unten. Hochziehen. Also ich bin ja mehr der Freund von Freestyle hier. Bei Nahunfall. Mein Stil ist Captain Crash, hier Daniel, nee, nicht wie Trieb hießen der noch. Captain Baloo. Ja, das auch. Hohoho, das ist das. Balu, bam, 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 bam. Boah, ich bin ein paar Mal, abgestürzt. Ja, wirklich, ja. Ja, ja. Aber dann ist das gleich, wie wenn du mit dem Auto ins Wasser fährst. Dann wirst du Alter, ich bin jetzt populär. Auch. Pop, pop, populär, pop. Pop-Sofa. So, automatischer Fahrzeugwechsel stand da jetzt. Lol, das ist erst der Anfang deiner Reise. Wir sehen uns beim Release, um neue Disziplinen, Events, Herausforderungen, Anpassungsmöglichkeiten und vieles mehr zu entdecken. Naja, also die Events, die wir halt auf der Karte haben, die hast du ja noch. Also die könnte man ja jetzt noch spielen. Oh, hier ist ein... Was ist das denn? Hier ist ein Tier. Wieso sehe ich mich selber? Okay, ich sehe mich selber auf dem Wasser. Mit dem Fahrzeugwechsel klappt noch nicht so ganz, pass auf. Ich will einmal das Fahrzeug wechseln, so das funktioniert. Hier auf dem See geht das ein bisschen. Du fährst dein bevorzugtes Landfahrzeug. Ja, aber ich muss doch mit dem Auto aufs Wasser. Was? Oder nicht? Mit dem Auto musst du aufs Wasser? Oh. Ja, wenn du halt mit dem... Du willst ja on the fly wechseln. Mhm. Ne? Da war ein Bär. Ich glaube, das müsste gehen, wenn du so eine Sprungschanze machst, aufs Wasser drauf und in dem Moment wechselst. Ja, also wenn, wenn du einfach so ins Wasser fällst, dann bin ich zu blöd dafür. Ja. Nee, also ich hab's gerade gemacht. Du kannst auch vorher auf dein Auto, auf dein Boot wechseln. Und dann fliegst du ja noch so ein kleines Stück. Nach links, oh mein Gott. Ja, genau. Ich dachte, sobald du nach links drückst, wechselt der. Nee, leider, wow, nee, du musst gedrückt halten. Jetzt kann ich mich nicht mehr bewegen. Ich hab mich festgefahren. Ich will das doch nur einmal schaffen. Mama, ich versuch dir zu helfen, Christian. Nee, nee, ich hab mich schon... Ja? Alles gut.
Come on, er springt. Jawohl, boah, das hat geklappt. Jawohl. War zwar mehr Fallen als alles andere, aber... So, und jetzt fahren wir so, auf die Wand dazu. So ein Dings haben wir noch. Oh, da kann man springen. Der Live-App hochgeladen und mit deinen Freunden geteilt, um ihnen die Chance zu geben, dich zu schlagen. Alter, das war knapp. Ah, scheiße, ich hätte zweimal wechseln können. Ja, okay, also das sind halt so, jetzt können wir noch weiter Events machen, durch die Gegend fahren, Teile freischalten. Aber das Einzige, was ich noch nicht weiß, wie ist es mit optischem Tuning? Stimmt, das haben wir noch gar nicht gesehen, aber das müsste eigentlich trotzdem ja geben. Ja, gibt's das? Farbe wechseln und sowas, das müsste so on the fly eigentlich. Ja, Farbe wechseln, hier Spoiler und so, meine ich, Alter. Ach, das meinst du? Also es kann sein, dass es das gibt, ich bin mir da aber nicht hundertprozentig sicher. Könnte sein. Bin ich mir auch nicht so sicher. Ich fahre 65% Street Racing. 40 Minuten habe ich das gemacht. Ja, ja. Ja, gut. Also ich würde sagen, das war mal so ein Einblick in The Crew 2 in die Closed Beta. Yes, also optisch könnte man da echt noch, finde ich, mehr machen. Fahrtechnisch hat sich das zu The Crew 1, finde ich, verbessert. Ja. Spaß. Autofahren macht Spaß. Fliegen finde ich noch ganz cool. Bootfahren ist so. Macht Spaß, wenn es nicht nur geradeaus geht. Wobei das beim Autofahren eigentlich auch so. Naja. Also, ne? Meinung bitte in die Kommentare. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss.